Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pillars of Eternity. Ja, letztes Mal sind wir aus dieser Ruine rausgekommen und haben ein seltsames Ritual beobachtet. Mhm. Und scheinbar ist unsere seltsame Krankheit schlimmer geworden, da wir hier, wie man hier unten sieht, so seltsame Wahnvorstellungen haben und ein Flüstern gehört haben. Was man jetzt gerade nicht mehr etwas sehr angenehm ist, weil das hat mich dann doch ein bisschen durcheinander gebracht beim Kommentieren, dieses ständige Flüstern im Hintergrund. Vor allem, weil man nicht verstanden hat, was die gesagt haben. Da ist schon wieder so ein Schatten. Wo läuft der denn hin? Hier ist noch eine Leiche. Scheinbar ist dieser Wald nicht so, ob ein Wolf im Griff. Scheinbar ist dieser Wald nicht so ungefährlich, wie er auf den ersten, wie er im ersten Moment wirkt. Aber dieser Wolf war ja auch kein Problem für uns. Immerhin sind wir ein Diener Berats, des Gottes Leben und des Todes, also haben wir auch zu entscheiden, wer wann wo stirbt. Nehme ich mal an. So. Zerschmetterte Stücke einer Kiste sind zusammen mit etwas schlammigem Gemüse auf der Erde verstreut. Was haben wir hier? Siedlerpfeil. Noch so ein Schemen, noch mehr Schemen. Ach du meine Güte. Ich habe das Gefühl, dieses Spiel bekommt für so einen ISO-rundenbasiert Gruppenrollenspiel noch eine ziemlich gruselige Atmosphäre. Was haben wir hier? Das Gras hinter den Wagenrädern ist immer noch zu Boden gepresst. Mehrere Fässer mit Kohlköpfen, Karotten und wurden umgestürzt und liegen gelassen. Okay. Ja, eine Brücke und eine Straße. Das könnte helfen, unser Ziel Goldtal zu finden. Und hier ist jemand. Vielleicht können wir ihn ja nach dem Weg fragen. Verdammtes Teil, komm schon. Hail, Traveler! Dieser Mann scheint eilig dabei zu sein, sein Lager mit schnellen, ruckartigen Bewegungen abzubauen. Als du dich näherst, schaut er mit angespanntem und erschöpftem Gesichtsausdruck zu dir auf. Sei gegrüßt, sagt er, ein wenig außer Atem. Auf dem Weg nach Süden, was? Er wischt sich die Stirn ab und wendet dir sein Gesicht zu. Ich glaube, eher du aus diesem Wald kommst, desto besser. Unsere Karawane wurde angegriffen. Ich habe versucht, nach Goldtal zu gelangen. Vergiss den Wald, in den Ruinen weiter. Ich weiß nicht, ob wir den Leuten von diesem Ritual erzählen sollten oder irgendeinem dahergelaufenen. Fragen wir mal, warum er es denn überhaupt so eilig hat. Der Mann schaut auf das Zelt hinunter, dann auf seine Hände. Ich möchte nach meiner eigenen Pfeife tanzen. Bin zum Jagen hierher gekommen. Ich und einer meiner Freunde. Wir dachten, Hirsche zum Abendessen wären mal eine schöne Abwechslung vom ewigen Brot. Stattdessen sind wir auf einen Bären gestoßen, ein riesiges, monströses Ding. Und Pearly? Er hat es nicht geschafft. Schüttelt den Kopf. Weiß gar nicht, was ich seiner Frau sagen soll. In jedem Fall hat mich dieser Wald einen Freund gekostet. Ich gehe lieber schnell nach Hause, bevor er sich noch etwas nimmt. Wer bist du? Nonton heiße ich. In Goldtal geboren und aufgewachsen. Seitdem hatte ich auch kein bisschen Glück. Sein Gesicht verzerrt sich. Hatte wohl mehr Glück als Pearly. In jedem Fall hat mich dieser Wald... Okay, er wiederholt sich. Vielleicht Ausdruck einer Traumastörung? Was ist mit deinem Freund passiert? Wir haben ihn nicht kommen sehen, und seine Stimme zittert leicht, als er spricht. Wir folgten einem Hirsch. Pearly sah etwas im Gebüsch, worauf wir hinterher rannten. Wir sind fast in diese Höhle hineingestürzt. Der arme Pearly hatte gar keine Chance. Bevor wir überhaupt wussten, was passiert war, hatte ihn sich der Bär schon geschnappt. Die Biester nehmen sich wohl was und wen sie wollen, sagt er mit einem traurigen Lächeln. Und dieses Mal fiel Galaweins Gunst dem Bären zu. Wo seid ihr auf den Bären gestoßen? In einer Höhle, ein Stück weiter in diese Richtung. Ihr deutet auf einen Ort im Nordwesten. An deiner Stelle würde ich da nicht hingehen. Dieser Bär ist wirklich ein riesiges Untier. Ich würde es hassen zu hören, dass er noch ein weiteres Leben gefordert hat.
Hier lebt wohl. Dann sind wir hier wohl scheinbar. Ich nehme mal an, dass wir die südliche Richtung sein, sind wir hier schon mal ganz sicher, hoffe ich. Nordwestlich von Geirans Griff, südlich von Goldtal. Südlich von Goldtal. Ich gehen wir mal trotzdem hier lang. Ja, doch. Scheint wohl ein kleiner Übersetzungsfehler zu sein oder ich verstehe das einfach falsch. Dann gehen wir mal nach Goldtal und hoffen, dass wir endlich Heilung finden, dass diese Wahnvorstellungen ein Ende nehmen. Annehmen. Verwende die Tab-Taste, um interaktive Gegenstände in der Umgebung zu markieren. Okay. Nee, wie sieht das ja auch nicht gerade sehr einladend aus? Was zur Hölle? You must be one of the new settlers. Welcome to Gilded Vale. You'll be pleased to know that we've had some recent vacancies here. Ein Mann nähert sich dir, dessen Haut so matt und grau wie das desolate Dorf hinter ihm ist. Er mustert dich mit eingesunkenen, leblosen Augen. Du musst einer der neuen Siedler sein. Seine Stimme ist ein trockenes Krächzen. Willkommen im Goldtal. Bestimmt wird es dich freuen, dass hier erst kürzlich ein paar Stellen frei geworden sind. Er starrt auf das knorrige, blattlose Monstrum vom Baum neben ihm. Du bist wahnsinnig, kein Wunder, dass hier viel los ist. Ich fühle mich jetzt schon wie zu Hause. Könnte mir das Angebot deines Fürsten nochmal durch den Kopf gehen lassen? Fragen wir mal das Erste. Heißt du alle auf diese Weise willkommen? Die einzige Antwort ist das Gebrummen der Fliegen am Baum. Das Gebrumme der Fliegen am Baum. Of course, we'll need to make some inquiries first. The inestimable Lord Radric the Seventh has taken great pains to insulate our town from Widewind's legacy. Have you ever sired a hollowborn child? Sein Blick wendet sich dir wieder zu. Natürlich müssen wir zuerst einige Erkundigungen einziehen. Der unschätzbare Fürst Rederik der Siebte hat große Mühen auf sich genommen, um unser Dorf von Weidwinds Vermächtnis zu isolieren. Ich schätze dich über halbmondförmige Augengläser ab und kratze dich am Kinn. Hast du schon mal ein Hohlgeborenes gezeugt? Was ist ein Hohlgeborenes? Dann fragen wir mal direkt. Alles andere, wenn man nicht weiß, was es ist, kann man es nicht beantworten, nicht wahr? An infant born without a soul, of course. Lord Radric has made it his first priority to eliminate this scourge from our village. Natürlich von einem Kind, das ohne Seele geboren wurde. Fürst Frederick hat die Tilgung dieser Geißel aus unserem Dorf zur obersten Priorität gemacht. I should warn you, stranger. Here in Gilded Vale, we have a special place for dissidents, charlatans, and those who would hide a curse in our midst. Ich sollte dich warnen, Fremder. Hier in Goldtal haben wir einen besonderen Ort für Dissidenten, Scharlatan und jene, die einen Fluch unter uns verbergen würden. Er geht zur Seite und neigt seinen Kopf minimal zum deformierten Baum. Okay. His lordship's wife is with child and due any day now. Without his approval, I shan't be able to find you a permanent settlement. It will have to wait until after the birth. We can continue our interview then, after the bell tolls from Radric's hold to signal my lord's new heir. In the meantime, you can find temporary accommodations at the inn, just southwest of here. Die Geburt des Kindes seiner Herrschaft steht unmittelbar bevor. Ohne seine Genehmigung werde ich nicht in der Lage sein, dir eine permanente Bleibe zu finden. Das wird bis nach der Geburt warten müssen. Er verschränkt die Arme. Nachdem die Glocken von Redericks Festung die Geburt des neuen Erben meines Fürsten verkündet haben, können wir unsere Unterredung fortsetzen. In der Zwischenzeit kannst du vorübergehend in der Schenke gleich südwestlich von hier unterkommen.
Also den Leuten geht es hier wohl sehr stark darum, dass die Leute eine Seele haben. Und wir haben ja erfahren, dass diese Biawak den Leuten die Seele raubt. Also sagen wir ihm das vielleicht... ich weiß nicht, ob wir es ihm sagen sollten. Er wirkt jetzt nicht wie jemand, dem man vertrauen kann. Fragen wir erstmal, was Hohlgeburten und Waldwinds Vermächtnis sind. Er blinzelt. Manchmal vergesse ich, dass ihr Ausländer diese Seuche in euren Heimatländern nicht kennt. Die Hohlgeburten sind jetzt schon seit fast 15 Jahren die Geißel des Dürrwalds. Er senkt seine Stimme und flüstert nur noch. Ohne Seele geborene Kinder. Er schüttelt den Kopf. Bemitleidenswerte, dumme Dinger, die gerade mal so atmen, aber doch nicht wirklich am Leben sind. Manche sagen, die Hohlgeburten seien eine Krankheit. Manche sagen, sie seien eine Strafe der Götter. Er hebt seine leeren Hände. In Wirklichkeit weiß es niemand sicher. Da sie aber nach dem Krieg des Heiligen begann, etablierte sich die Bezeichnung Waidwins Vermächtnis zu Ehren dieses üblen, gotteslästerlichen Heuchlers. Seine Stimme erzittert vor lauter Giftigkeit. Die Dekrete von Fürst Redig können manchmal streng wirken, aber er trägt unser bestes Interesse im Herzen. Er nickt. Du solltest aber andere Fragen haben, kannst du sie mir gerne stellen. Es ist wichtig, dass jeder in Goldhall unsere Regeln und Risiken versteht. Okay. Vielleicht fragen wir ihn doch mal nach Hilfe. Seit einem knapp überlebten Aufeinandertreffen mit einem Biawak fühle ich mich merkwürdig, ob es wohl jemanden im Dorf gibt, der mir helfen kann. Whatever your problem, it sounds like a matter for an animancer. However, the only animancer in Gilded Vale isn't in any condition to speak. Consider yourself fortunate. After she failed Lord Radric, we saw to it that she wouldn't profit from the misplaced trust of others. A bad cure is often worse than none at all. Der Magistrat wirft die Stirn in Falten. Was auch immer dein Problem ist, das klingt nach einer Angelegenheit für einen Beseeler. Die einzige Vertreterin dieser Zunft im Goldhall ist aber nicht mehr in der Lage zu sprechen. Er deutet auf einen Baum von hängenden Leichen. Er lächelt höhnisch. Du solltest dich glücklich schätzen. Nachdem sie Fürst Riedrich enttäuscht hatte, sorgten wir dafür, dass sie nicht vom fälschlich in sie gesetztes Vertrauen anderer profitieren würde. Eine falsche Heilung ist schlimmer als gar keine. But if you're set on finding a bottle of troll piss or a dead Audra pebble to rub on your forehead, you're welcome to check her pockets. A little corpse stink is nothing when you're digging for shit. My advice, however, is to be satisfied that you escaped and leave it at that. Aber falls der Picht darauf bist, eine Flasche Trollpisse oder ein Steinchen toten Ader zu finden, um dir deine Stirn einzureiben, so kannst du gerne ihre Taschen durchsuchen. Wenn man nach Scheiße gräbt, ist ein bisschen Leichengestank unerheblich. An deiner Stelle würde ich mich aber freuen, dass mir die Flucht gelungen ist und es dabei belassen. Vielleicht sollten wir ihm davon erzählen, von diesem Ritual, weil es könnte das Dorf bedrohen. Bevor ich hierher kam, sah ich in der Nähe von Ruinen mehrere Leute eine merkwürdige Zeremonie ausführen. Er sieht dich vorsichtig an. Solltest dir gut überlegen, wo du was erwähnst. Das unbefugte Eindringen in itvitanische Ruinen ist illegal und ganz abgesehen davon gefährlich. Wahrscheinlich hast du jemanden beim Versuch gesehen, ein neues Ritual zur Befriedung der Götter abzuhalten. Heutzutage lassen die Leute nichts unversucht. Berat, hab Gnade. Das haben wir wirklich. Das glaube ich nicht. Kaum waren sie damit fertig, gab es einen Biawak. Er poliert seine Augengläser an seinem Ärmel. Wenn du einem Biawak so nah gekommen wärst, würdest du jetzt nicht hier stehen. Ja, er ist ein sehr netter Mensch. Ich glaube, wir werden noch gute Freunde werden. Keep out of... Listen! Two tolls. Let that be the last. Three. Gods have mercy. It seems your arrival is ill-timed.
Ugret blickt mit undurchschaubarem Gesichtsausdruck nach Osten. Er blinzelt kurz und wendet seine Aufmerksamkeit dann wieder dir zu. Anscheinend kommt deine Ankunft zu größten Unzeit. Three bells toll only for the death of a Radric. I fear Lord Radric's heir is lost, or else Hollowborn, and so lost all the same. You should tread carefully. Circumstances have changed a great deal. Drei Glocken schlagen für den Tod deines Rerik. Ich fürchte, dass Fürst Redriks Erbe verloren ist. Oder aber ein Hohlgeborenes und damit gleichermaßen verloren. Eine merkwürdige Zuckung zieht sich über sein Gesicht und seine Mundwinkel verziehen sich zu einem freudlosen Lächeln. Solltest vorsichtig vorgehen. Die Umstände haben sich erheblich geändert. Bedroh mich nicht, kleiner Mann. Beeinflusst dieses Angebot des Fürsten neue Siedler? Was meinst du damit? Du kommst in einer Zeit des Trauerns zu uns. Das Vermächtnis hat Goldhall mitten ins Herz getroffen. Unsere Bemühungen, uns in Berats Augen reinzuwaschen, müssen verdoppelt werden. Er richtet einen festen Blick auf dich. Was ist passiert? Zuckt mit seiner knochigen Schulter. Nach Ankunft der Boten werde ich weitere Details wissen, vielleicht sogar die Launen der Geburt. Wie auch immer, das betrifft dich nicht. Beeinflusst dies das Angebot des Fürsten und neue Siedler? Eigentlich wollen wir uns ja gar nicht so wirklich niederlassen, sondern... ja, durchreisen, aber na gut. Fahren wir mal. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich gar nicht sicher. Du solltest dich etwas ausruhen, in der Schenke oder meinetwegen auch in einem Stall. Komm danach wieder zu mir. Ich werde schon früh genug mehr wissen. Lebt wohl. Ja, dann folgen wir doch mal seinem Ratschlag und gehen in die Schenke. Arlot, du siehst vier Personen, die sich bei der Tür zur Schenke versammelt haben. Ihre erregten Stimmen und hackenden Gesten lassen darauf schließen, dass ein Streit kurz vor seinem Höhepunkt steht. Die erste Gestalt erhebt ihre Hände, um die Situation zu beruhigen. Sein Gesicht wird teilweise von einer Kapuze verborgen, aber Größe und Körperbau lassen auf einen Elf schließen. I meant no offense. Let's put this matter to rest over a round, shall we? My treat. Ich wollte niemanden beleidigen. Lasst uns diese Angelegenheit doch bei einer Runde Met beilegen. Geht auf mich. Hoping to soothe our pride with a few Adira coppers, eh? We don't need your coin. Die anderen Gestalten, Männer aus dem Volk und eine Elfe, sehen nicht gerade überzeugt aus. Die Frau verschränkt ihre Arme. Aha. Willst du unseren Stolz wohl mit ein paar edrischen Kupferstücken beschwichtigen, was? Sie spuckt auf seine Füße, wir brauchen dein Geld nicht. Wir sind ja so ein Priestermensch, ne? Wir versuchen die Situation mal zu deeskalieren. Jetzt beruhigt euch mal alle, egal um was es hier geht, ist es bestimmt nicht so schlimm. Wütender Einwohner. Einer der anderen Männer starrt den Elf mit der Kapuze an. Seine Augen sind rot vom Alkohol, aber sein Blick ist fixiert. Wir sind einfach Leute, aber dumm sind wir nicht. Das scheint er aber anders zu sehen, der uns verspottet, während er in unserem Dorf wohnt. So lassen wir uns von Ausländern nicht anreden und von Indianern erst recht nicht. Go on, say it again. I'm itching for an excuse. Der zweite Mann stößt sein Kinn in Richtung des Elfs. Er stinkt nach saurem Ale. Na mach schon, sag es nochmal. Ich kann deine Entschuldigung kaum noch erwarten. Why you're itching for the kindling touch of your sister, you cocksfeather? Ach du meine Güte, Jessas, kannst es wohl nimmer verworten, dass de deine Schwester schnoxelt, so der Schlappschwanz. I'll cut that barrel-looking tongue out of your head. Den drei Einheimischen entfährt ein gemeinsamer Wutschrei, der zweite Mann knurrt wütend. Ich werde dir deine Säuferzunge aus dem Maul schneiden. This is a misunderstanding. I didn't say whatever it is you think I said. We've nigh quarrel.
Entsetzen und Angst machen sich schnell auf das Gesicht des Elfen breit. Es ist ein Missverständnis. Ich sagte gar nicht. Er legte die Stirn in Falten und schluckte, was ihr da gehört haben wollt. Er stellt sich fest hin, in seinen Augen flackert etwas Mürrisches und Rohes auf. Wir haben keinen Grund zum Streiten. That's where you're wrong. Die Elfe zieht eine Klinge und genau da irrst du dich. Schauen wir mal, ob wir vielleicht ein bisschen Autorität ausstrahlen. Aufhören, alle zusammen, das ist doch absurd. Niemand gibt uns Befehle, Ausländer. Sie blinzeln dich durch rote, müde Augen. Es klingt verdächtig, als ob du ihn verteidigen würdest. Okay. Als der letzte der Angreifer fällt, wendet sich der Elf dir zu. Die Spannung ist fast gänzlich aus seinem Gesicht verschwunden. Not quite how I hope to get to know the neighbors. Thank you for your timely assistance with that awkward situation. So hatte ich mir meine erste Begegnung mit den Nachbarn nicht vorgestellt. Danke für deine Unterstützung in dieser misslichen Situation. Genau zur rechten Zeit. Gern geschehen. Gern geschehen. Kurz, knapp. Courtesy is a rare pleasure in these parts. Though your accent suggests that you are no more local than I. Ey, ich hielt dich kurz an. Höflichkeit ist hierzulande ein seltenes Vergnügen. Obwohl dein Akzent vermuten lässt, dass du ebenso wenig ein Einheimischer bist wie ich. Er streicht seine Kapuze glatt und auf seinen Handschuhen bemerkst du die Fransen einer Stickerei. Seine Stiefel sind mit dem Schmutz einer vielmonatigen Reise überzogen, aber das Leder darunter ist robust und von guter Qualität. I suppose introductions are in order after that little fiasco. Alloth Corvisser, at your service. Nach diesem kleinen Fiasko sollten wir uns wohl einander vorstellen. Alloth Corvisser. Corvisser. Ja. Zu deinen Diensten. Erzähl mir von dir. I'm a wizard by training and an adventurer by necessity. I was born in the Seathwood, part of the mainland of the Adir Empire, and both of my parents served the nobility, which afforded me an education for which I'm grateful. However, there were no open positions in those houses, and so I decided to seek new means in a new land. Ich bin ein ausgebildeter Zauberer und notgedrungen ein Abenteurer. Ich wurde im Südwald geboren, ein Teil des Festlandes des Reichs Edir. Meine Eltern dienten dem Adel und konnten mir eine Ausbildung bezahlen, wofür ich dankbar bin. In diesen Adelshäusern gab es aber keine Stelle für mich. Und so entschloss ich mich, in einem neuen Land nach neuen Möglichkeiten zu suchen. And how exactly did you come to be here? Wie genau bist du denn hier gelandet? Ich reiste mit einer Karawane, aber in der Nähe von irgendwelchen Ruinen wurden wir getrennt. In Gwythan Ruins? Well, those can be dangerous places during the best of times. Which these are not. And half the locals would arrest you for trespassing and the rest would kill you outright. I'm curious. What exactly did you find there? Engvitaner Ruinen. Diese Ruinen könnten selbst zu den besten Zeiten, die wir jetzt nicht haben, gefährliche Orte sein. Die Hälfte der Einheimischen würde dich für dein Eindringen verhaften. Die andere Hälfte würde dich auf der Stelle niedermachen. Beugt sich etwas näher ran. Jetzt bin ich neugierig. Was hast du denn dort gefunden? Ein Biawak. And you survived? I've heard such a thing was impossible. But it seems you either have a knack for timing or the favor of the gods. Du hast überlebt? Ich hörte, dass das unmöglich sei. Betrachte dich mit neu gewonnenem Interesse.
Anscheinend hast du entweder ein Hähnchen für den richtigen Augenblick, oder du bist ein Günstling der Götter. Was machst du hier in Goldtal? Excellent question. I came looking for fresh air and cheap land. Instead, the magistrate gave me directions to the inn and a story about the local lord's expectant wife. But I take it that's a familiar tale. Eine hervorragende Frage. Er verschränkt seine Arme und blickt finster drein, wobei er zum Dorfzentrum hinschaut. Ich war auf der Suche nach frischer Luft und günstigem Land. Stattdessen gab mir der Magistrat eine Wegbeschreibung zur Schenke und erzählte mir eine Geschichte über die fordernde Ehefrau des örtlichen Fürsten. Er neigt seinen Kopf und sieht dich an, aber das scheint wohl eine bekannte Geschichte zu sein. Und du? Ich letzter Zeit habe... Okay, ja. In letzter Zeit habe ich merkwürdige Dinge beobachtet. Die Suche nach einem Experten auf dem Gebiet der Seelen. Indeed. The local lord has searched far and wide for similar specialists. He has rid himself of them almost as desperately. Sein Blick flackert, als er dich von oben bis unten mustert. Wirklich? Der örtliche Fürst hat weit und breit nach ähnlichen Spezialisten gesucht und sich ihrer genauso verzweifelt entledigt. Er nickt in Richtung des knorrigen alten Baumes im Dorfzentrum. Sein Blick nimmt auch die eingestürzten Gebäude und die betrachtlichen felsübersäten Felder auf. Vermutet, dass man solches Fachwissen wohl besser woanders suchen sollte. Das würde mich auch mal interessieren. Wie hast du es geschafft, diese drei Trunkenbolde zu verärgern? I'm afraid that was a matter of misunderstandings and mistranslations. It doesn't help that people in these parts remember their war with Adir like it was yesterday. Ich befürchte, das war ein Fall von Missverständnissen und Fehlübersetzungen. Er legt seine Zeigefinger zusammen und schaut weg. Es ist nicht gerade hilfreich, dass sich die Leute hierzulande so an ihren Krieg mit Edir erinnern, als ob er gestern gewesen wäre. Du hast den einen Mann gesagt, er soll seine Schwester ficken. Sind wir einfach mal direkt. Ah, das, er räuspert sich, zupft seine Ärmel zurecht. Wie ich ihnen zu sagen versuchte, sie hat mich falsch verstanden. Nach ein paar Humpen geschieht das viel zu leicht und der Akzent ist auch nicht besonders hilfreich. Ich habe das aber auch gehört. Seinen kurzen Augenblick sieht er so aus, als wollte er noch etwas anderes sagen. Sein Gesichtsausdruck wird missmutig. Aber bevor er zu sprechen beginnen kann, zwingt er sich zu einem schmallippigen Grinsen, wobei er sich so fest auf die Unterlippe beißt, dass du mit einer blutenden Wunde rechnest. Letztendlich entspannt sich sein Gesicht aber und er schüttelt den Kopf. Nächstes Mal sollte ich deutlicher sprechen, Entschuldigung. Fragen wir ihn noch. Du siehst nicht unbedingt aus wie ein Siedler. Begging your pardon, but neither do you. Yet, circumstances can find a person in the strangest of places. Ein schlitzohriges Grinsen spielt über seine Lippen. Bitte entschuldige, aber du auch nicht. Trotzdem kann einen der Zufall an den merkwürdigsten Orten zusammenführen. Sollte besser aufbrechen. As should I, given recent events. It's just as well. I've had enough of the watered wine and lumpy beds at the inn. They say even the owner tired of the place. Just up and left one day. It explains quite a lot about the upkeep. Perhaps I could join you. I could use a change of scenery and I find it's better to travel in numbers. Alot. Und ich auch. Wenn man die jüngsten Ereignisse berücksichtigt, umso besser. Ich hatte sowieso genug vom wässrigen Wein und den durchgelegenen Betten in der Schenke. Er rümpft seine Nase und sagt sich, selbst der Besitzer der Schenke hatte genug. Eines Tages ging er einfach fort. Das spricht Bände über die Instandhaltung. Er blickt dich vorsichtig optimistisch an. Vielleicht könnte ich mich dir anschließen. Könnte einen Ortswechsel gut vertragen und ich reise sowieso nicht gern allein. Ich auch nicht. Nun lass uns gehen. Excellent. I shall follow you. Hervorragend. Ich werde dir folgen. So. Schauen wir doch mal, was unsere Trunkenbolde so Schönes dabei hatten. Nehmen wir doch mal alles mit.
Ja, und dann haben wir unseren ersten Begleiter gefunden. Yes. Arlo, den Zauberer. Der auch schon ein paar nette Zauberchen kann. Hm. Hi. So, kann ich abstellen. Ja gut, dann machen wir jetzt mal einen Schnitt. Pause. Ende der Folge. Ja. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.